Halbfinale im Sachsenpokal. Die FSV Budissa Bautzen gegen den FSV Zwickau. Beide Mannschaften mussten ja bislang auswärts ran. Budissa heute mit dem ersten Heimspiel im Stadion an der Müllerwiese. Gut besucht vor über 1000 Zuschauern. Und Bautzens Trainer Patrick Sander sagte vor dem Spiel, wir müssen an uns glauben und zuschlagen, wenn Zwickau Fehler macht. Zwickau beginnt in Rot von rechts nach links mit der ersten Chance. René Lange mit dem Freistoß und Ronny König. Doch kein Problem für Christopher Schulz. Und dann die andere Seite, Ecke für Bautzen, doch Brinkis im Nachfassen. Und hier ein wunderschöner Angriff, Lauberbach auf König und König dreht sich einmal und es steht 0:1. 20 Minuten hat der Favorit gebraucht, um hier in Führung zu gehen. Ronny König kaltschnäuzig mit seinem dritten Pokaltreffer. Und wieder Zwickau, kurz ausgeführte Ecke, schön weitergespielt und Bickel, der senkt sich noch gefährlich. Knapp 500 Fans aus Zwickau haben die kurze Reise mit angetreten, tolle Stimmung. Und dann mal die Gastgeber, doch noch ungefährlich, der Ex-Zwickauer Bönisch. Und Lauberbach dann mit dem Kopfballversuch, doch zu unpräzise. Lauberbach ist es auch, der den Ball unfreiwillig hier ablegt für Mateusz Ciapa. Was für ein Fund. Feine Schusstechnik des Rohdiamanten. Das war fast der Ausgleich. Andere Seite. Wieder der Drittligist mit toller Kombination. Frick steckt durch auf Könnecke. Könnecke mit Kopf oben und sieht Leon Lauberbach. 0:2 zum ungünstigsten Zeitpunkt für Bautzen. Kurz vor der Halbzeit. Und Zwickaus Trainer Joe Enox? Ja, da ist die Faust. Das sieht doch gut aus auf dem Weg ins Finale. Hinein in Durchgang 2. Budissa muss natürlich alles nach vorne werfen und das eröffnet Räume für Zwickau. Doch Barilla wird hier von Kral geblockt. Dann eine strittige Szene auf der anderen Seite. Bönisch kommt hier an den Ball. Bönisch nimmt es mit 2 auf, mit 3 und fällt dann. Frick, Katsialis und auch Gaul hier. Er wird gedrückt, unten getroffen. Eine 50-50 Entscheidung, würde ich sagen. Dann wieder Platz für Zwickau. Lauberbach kommt in den Ball. Leon Lauberbach. Doch Schulz pariert glänzend. Und die Zwickauer natürlich individuell besser besetzt mit persönlicher Klasse. Hier in Form von Tarsis Bonga. Tarsis Bonga. Doch wieder Schulz auf dem Posten. Starke Einzelaktion. Doch Bautzen gibt sich nicht auf. Wieder Ciapa, stark heute. Toll pariert von Brinkis und der Nachschuss von Dartsch. Doch Kapitän Wachsmuth schmeißt sich in den Schuss. Und auch der Nachschuss zu unpräzise. Bautzen hat den Anschlusstreffer verdient. Doch auch Kevin Bönisch, Abschluss. Hier nicht präzise genug. Dann ist Schluss. Zwickau zieht zum 5. Mal in das Sachsenpokalfinale ein. Bautzen nach großem Kampf raus. Wenn wir das zweite Tor vor der Halbzeit nicht kriegen, wird es vielleicht nochmal interessant. Zweite Halbzeit haben wir zum Schluss auch noch einige Chancen. Erste Halbzeit mit dem Lattenschuss, wenn du dann 1-1 machst, dann könnte es auch noch anders gehen. Dann geht es vielleicht in die Verlängerung. Und mit ein bisschen Glück gewinnst du dann vielleicht auch noch, aber das 2-0 darf halt nicht passieren. Ist egal, wer da kommt, das sind zwei Bretter, auch wenn sie nur Regionalliga spielen. Das wird richtig eklig, von daher sind wir gewarnt und müssen uns da auch richtig gut vorbereiten, damit wir vielleicht mal den Pokal wieder nach Zwickau holen. Es wäre im 5. Versuch der erste Pokalsieg überhaupt. Und da unterklassige Teams auch im Pokalfinale Heimrecht haben, heißt es wieder Auswärtsspiel. Entweder geht es zum Chemnitzer FC oder zu Lok Leipzig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.